personifizierte Unruhe in einer Phase Ullusäu, Pfostenschuss. Und jetzt wurde Pascal Zuberbühler ziemlich Attila. Hier am Ball, Celadin. Und plötzlich hieß es 0:1. Die Abwehr des FC Basel stand da ziemlich neben den Schuhen, hat nicht aufgepasst. 64. Minute. Hatte das kluges Zuspiel, Cantalupi überrascht und Celadin, der in Berlin aufgewachsen ist, nicht mit seiner Mannschaft. Plötzlich war er anfällig, der FCB hinten. Celadin Fazili, Mohamed malträtiert den Pfosten. Unglaublich, wie die Türken dadurch. Der direkte Gegenstoß. Ekbal Malatyaspor, Mitat. Celadin, oh, 0:2, 85. Minute. Der Vorsprung aus dem Hinspiel verspielt. Fahrlässig aus der Hand gegeben, denn auch dieser zweite Treffer war unnötig. Die Basler passten hinten nicht auf. Statt 1:1 hieß es 0:2. Und Zittern ansetzte, hinein in die Verlängerung mit einem Eckball. Chipperfield, Streller, 1:2. 94. Minute. Lange musste Streller draußen schmoren, durfte erst in der 71. Minute ran und dann schießt er dieses wichtige Tor. Noch einmal, er springt höher als alle anderen, trifft und geigt dem Trainer damit auf seine Art die Meinung für die Nichtnomination